Herzlich willkommen zum Tutorial über Jitsi. Jitsi ist ein Tool zum Videokonferenzen führen, was uns helfen kann in der aktuellen Situation mit anderen Leuten nicht nur über Ton in Kontakt zu bleiben, sondern eben auch mit Video. Das kann man für unterschiedliche Sachen einsetzen, ob das jetzt eine Sache ist, wo man sich mit Freunden online trifft und sich mal austauscht, wie es einem gerade so ergeht, oder eben auch um sich mit Studierenden zu treffen, wie in unserem Fall. Wir hatten das jetzt am vergangenen Wochenende für einen Online-Lehrauftrag, wo wir Arbeitsaufträge eben verteilt haben über eine Online-Lernplattform und haben uns dann mit den bis zu 21, 22, 23 Studierenden über dieses Tool eben in einzelnen Räumen getroffen, um dort eben eine Gruppenarbeit vorzubereiten. Wie man so einen Raum eröffnet, würde ich jetzt erstmal zeigen. Ich nutze jetzt hier die Instanz von Meet-Jitsi, das ist die offizielle Instanz. Es gibt allerdings auch noch ganz viele andere Server, über die man das machen kann, und die findet man hier zum Beispiel bei der Liste auf GitHub. Die verlinke ich dann im Anschluss auch unten in der Infobox. Und das sind also die offiziellen Instanzen, die man nutzen kann. Da empfehle ich eigentlich auch immer, dass man sich einen Server raussucht, der so ein grünes Häkchen hier vorne dran hat. Da werden dann weniger Google-Dienste eingebunden und es ist ein bisschen datenschutzfreundlicher. Wenn ich dann hier runter zu Deutschland scrolle, dann finde ich hier eben die verschiedenen Server, die hier in Deutschland auch ansässig sind und dementsprechend auch dem deutschen Datenschutzrecht unterliegen. Insofern können wir uns einmal einen aussuchen und nehmen wir hier den hier. Und im Prinzip ist das eben dann jetzt dieselbe Oberfläche wie bei meet.jitsi. Und ich mache das Ganze jetzt nur nicht auf dem Server von dem Hersteller von Jitsi, sondern auf einem von jemand anderem gehosteten Server. Und wenn ich ein neues Meeting starten möchte, kann ich das hier einmal eingeben und drücke dann auf Los. So, jetzt sind wir also hier in diesem Raum. Im Moment bin natürlich nur ich da. In dem Moment, wo ich diesen Raum geöffnet habe, bin ich dann auch der Moderator und habe ein paar mehr Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen. Die Einstellungen laufen hier unten über diese Drei-Punkt-Menü-Geschichte. Also ich habe hier meinen Namen, ich könnte Qualitätseinstellungen vornehmen, das heißt, ich könnte die Videoqualität ein bisschen verändern. Das kann helfen, wenn es zu Aussetzern während der Konferenz kommt, dass man hier so eine Videoqualität ein bisschen runterregelt. Ich kann das Ganze auch im Vollbildmodus anzeigen. Ich könnte es auch aufnehmen. Dann wird allerdings eine Verbindung zu Dropbox irgendwie angefordert. Und das will ich in diesem Moment eben nicht, dass die Sachen hier zu Dropbox gespeichert werden. Ich könnte jetzt hier auch ein YouTube-Video einstellen und zusammen mit anderen Leuten YouTube schauen. Funktioniert einigermaßen. Ja. Hintergrundunschärfe einfügen, das kann man machen, wenn man jetzt im Raum ist, wo man nicht möchte, dass der Hintergrund zu sehen ist. Sieht auch nicht ganz so schick aus. Bei den Einstellungen kann ich nochmal, hier sehen wir jetzt mich, meine Webcam einstellen. Ich habe jetzt hier nur eine dran. Das Mikro einstellen, wo der Ton rauskommen soll. Ich kann mir hier ein Profil, könnte mir eine E-Mail-Adresse angeben, dann wird mein Gravatar irgendwie, also ein kleines Profilbildchen mit angezeigt.
hier alles nicht. Für Kalender könnte ich mich auch noch verbinden mit einem externen Dienst. Und hier kann ich noch eingeben, wie die Leute hier eintreten sollen. Ob da das Mikrofon ausgeschaltet sein soll, ob die Teilnehmer ohne Video erstmal beitreten. Und die Sprache kann man eben auch noch auf das gewünschte Format bringen. Als Moderator kann ich auch alle Teilnehmer stumm schalten. Ich habe Sprecherstatistiken und ab und zu nicht verkehrt ist, glaube ich, auch, dass man hier mal in die Tastaturkürzel reinguckt, was da ganz praktisch ist, wenn man mit mehreren Leuten am Konferieren ist, ist die Push-to-Talk-Funktion. Das hilft, wenn bei einer Person zum Beispiel ein dauerhaftes Geräusch im Hintergrund ist. Dann kann man der sagen, du mute doch mal bitte dein Mikrofon, also stell dich mal auf stumm und dann kannst du Push-to-Talk nutzen und immer wenn du was sagen möchtest, dann drückst du auf die Space-Taste und nur dann ist dein Mikrofon geöffnet. Das hilft also ein bisschen Noise oder Störgeräusche aus dem Chat, aus der Konferenz dann rauszuhalten. Ja, ansonsten kann ich hier noch einstellen, welche Ansicht ich haben möchte. Es gibt also einmal die Ansicht, wo alle Teilnehmer in gleicher Größe sind, das ist diese Kachelansicht. Oder wenn ich die ausschalte, ist die Person, die gerade spricht, wo also ein Ton herkommt, das sieht man jetzt hier auch so ein bisschen angedeutet, die wird im Vollbild angezeigt und hier an der rechten Seite werden die ganzen Teilnehmer im kleinen Bildchen angezeigt. Um das Ganze weiterzugeben, gibt es hier einmal den Teilen-Link, den kann ich mir hier also kopieren und kann das über gewohnte Kanäle irgendwo hinschicken und die Leute dazu einladen. Hier unten ist die Hauptsteuerung. Einmal kann ich hier das Mikrofon ein-ausschalten, die Kamera ein-ausschalten und ich kann den Raum auch verlassen. Es ist ein eingebauter Chat. Am Anfang wird man da immer erstmal nach seinem Chatnamen gefragt. Der ist bei mir jetzt schon eingegeben. Das ist deswegen, damit man dann auch während der Konferenz sehen kann, oha, Name XY hat jetzt das geschrieben und das kann man dann besser zuordnen. Wenn alles stumm geschaltet ist, macht es vielleicht auch Sinn, hier die Hand zu erheben, um zu zeigen, ich möchte gern was sagen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen Bildschirm freizugeben. Dann geht hier ein Fenster auf und ich kann auswählen, welches Fenster auf meinem Computer, Desktop, ich jetzt an alle anderen teilen möchte, anstatt dem Video, was von meiner Webcam aufgenommen wird. Ja, das ist im Prinzip die Oberfläche. Wie gesagt, es funktioniert mit bis zu 9 Leuten eigentlich relativ reibungslos. Ist natürlich wie immer bei so einer Online-Konferenz, ist es so, dass ein bisschen Latenz, also so ein ja, jemand fängt an, was zu reden und gleichzeitig hat jemand anders den Gedanken, was reden zu möchten. Und dann fällt man sich so ein bisschen ins Wort. Da muss man sich vielleicht erst ein bisschen dran gewöhnen und ein bisschen zurückhalten und nicht immer gleich losplappern. Und dann geht das aber eigentlich auch. So viel an dieser Stelle erstmal von mir. Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Usern ein bisschen was damit geholfen habe. Und natürlich freuen auch wir uns über einen Daumen nach oben und empfehlt das Tutorial weiter. Bis demnächst.